Hallo, da bin ich wieder. Und? Hier waren wir. Ach, wir wollten das Geschenk hier abholen, ne? Stimmt. Ich wollte sagen, was wollten wir hier eigentlich? Es sind einfach nur 2 Minuten vergangen. Ich habe kurz nur. Schnittholz, florierend. Seht ihr, das meine ich. Eklige Wand. Geilo. Das meine ich, dass ich absoluten Gedächtnisverlust manchmal habe. Nein, ich war kurz bei Christian drüben und habe alles vergessen, was ich hier machen wollte. Hallo. So. Von hier aus rufen wir Minka. Klettern ab ins andere Naturschutzgebiet. Hier haben wir aber alles, ne? Hier haben wir Fische, hier haben wir Blumen. Ich aber auch. Darf ich pflücken, ne? Hier haben wir Fischis. Hier haben wir die großen Dingstars. Dumme Charmant. Dankeschön. Und das wächst ja auch immer hier nach, würde ich sagen, ne? Ich kann hier hinkommen, alles abernten und mich dann verkrümeln und alles wächst nach. So, mal lieber nicht alles abernten. Gut. Dann haben wir das. Unten. Hier, das Naturschutzgebiet, lasst es uns schon mal anfangen, dass wir da die Frostelsachen hinmachen. Das war da Blumen. Waffen ergiebig, Zuflucht glänzend, gewöhnlich habe. Mehr haben wir jetzt hier gerade gar nicht. Okay, dann muss ich welche mehr aus der Frostregion oder überhaupt aus der Frostregion sammeln. Dann haben wir da bestimmt aber auch noch keine Büsche, ne? Wüste, Hafen, Zuflucht. Insel funkelnd. Nuss gewöhnlich. Ja, vielleicht kriegen wir noch Blau. Bäume habe ich auch noch keine gedingstert. Abgehackt. Sollte man vielleicht auch noch warten. Und Fische habe ich auch noch keine. Insekten habe ich maximal. Da können wir das Puschelinsekt nehmen. Wartet. Das hier. Das nehmen wir. Und wissen das schon als einziges, dass wir das hier haben wollen. Und dass wir auch immer Kinder einstellen wollen. Nein! Nicht abgeben! Oh, nochmal einstellen. Okay. Warum kann ich nur eins einstellen? Weil ich nur eine Sache hier drin habe. Kann das sein? Werden wir ja feststellen, wenn wir mehr reingeben, ob wir da noch mehr immer Kinder anstellen können. So. Haben wir das schon mal? Sehr gut, sehr gut. Dann würde ich sagen, da können wir auch wieder eine Kiste holen. Dankeschön, ihr süßen kleinen Fuzzis. Sehr schön. Hervorragend. Dann verkrümeln wir uns direkt mal wieder. Gehen wir zu dem Funkelnden. Okay. Weichen eiskalt. Hopfenwinter. Hey, hier ist noch, glaube ich, was anderes.
Ist aber wohl nichts runtergefallen. Okay. Die können wir zerhämmern. Kann ich den schütteln? So, nirgendwo ist runtergefallen, ne? Gerade. Heute sieht das wie ein kleiner süßer Hund. Wie geil. Okay. Können wir auch noch wegmachen. Gut, gut, gut. Mir all die Steine. Dann wieder so viel Krimskrams rumgammelt. So. Eine Runde singen. Ploppt. Ne, beim Tieren ploppt's nicht. Okay. So, dann einmal du. Bist wahrscheinlich ein Käfer, ne? Einmal du. Und halt auch mit den Hämmern auf die draufschlagen muss, um ihnen zu helfen, natürlich. Okay, das hier weg. Gut. Das muss ich alles gießen und sicheln. Oh. Ja, die geben ja nichts. Das kann ich noch einsammeln. Das muss weg. Und Bäbäms. Okay, dann kann ich eigentlich erst mit der Sichel, glaube ich, macht mehr Sinn. Ah nein, hier ist noch eins mit dem Hammer. Ah. Jetzt wird aber gesichelt. Nein, das hier oben ist richtiges. Kann ich so einsammeln. Das muss weg. Das hier. Das ist gutes. Oh nein, hier ist auch noch mal einer zum Hämmern. Nicht über die Bande. So. Und noch. Tick. So, dann können wir eigentlich einmal die Saat rausholen. Einmal da. Und einmal da. Das muss nur gegossen werden. Das auch. Hier auch alles. Hier will aber noch was gepflanzt werden. Da. Mal voll die Genugtuung. So diese Gießphase ist eigentlich das Beste von dem Gefühl her. Wenn man dann quasi richtig direkt die Früchte sieht. Okay. Ich glaube, wir können gleich jetzt gießen. Plumps. Ja. Du gehst schon mal. Ja, das mit dem Tisch ausmessen und sowas, ja.
Wir haben ja in ungefähr 10 Minuten ist die Folge ja vorbei. Da muss ich eine kurze Pause machen. Also nicht nur für euch, sondern auch für mich. Guck mal, hier wächst was oben dran. Achso, das ist schon gegossen. Den brauche ich ja auch nicht gießen. Schon. Oh, komm schon. Treffen ist nicht so meins. Gut. Dann dahin. Da. Alter, so Lehrling. Oh nein, den habe ich vergessen. Aber ist nicht schlimm. So. Ah, ärgerlich, hätte ich mitnehmen können. Oh, was war das denn? Ein Begrüßungspräsentkorb? Sagt mir irgendwas, das könnt ihr schon mal gehabt haben. Blum, blum, blum. Okay, den noch. Sind alle fein, würde ich behaupten. Noch hier vorne so, ne? Damit bist du fertig für heute. Sehr schön. Kann ich mal gucken. 2 von 3 Nüssen, 2 von 4 Obst. 0 von 6 Fischen. Wir wollten ja Fische, Blumen. Aber haben wir überhaupt schon einen Teich irgendwo? In der Höhle vielleicht oder sowas? Ah ne, der wollte eigentlich gedingstert werden, ne? Gestreichelt. Ja, dass wir uns vielleicht so mit ein paar anfreunden, wisst ihr? Ich muss hier hoffentlich nicht. Den habe ich vielleicht erst schon geschüttelt. Könnte sein. War in der Höhle was zum Fischen? Können wir Erze und so holen, habe ich gerade schon gesehen. Aber ich möchte gerade. Ah ja. Habe ich hier nicht sogar schon gefischt? Ich glaube, dieses Ding, was so ein bisschen aussah wie ein Kind von Axolotl und Blobfisch. Dieses Ding ist doch auch von hier, oder? Ja, genau. Die Dinger sind von hier. Okay. Dann haben wir schon Fischies. Insekthammer, Pflanzen habe ich jetzt auch ein bisschen gesammelt.
Sieht natürlich super cool aus mit deinem Horn. Ist es ein Horn? Spielen wolltest du gerade, ne? Na, wie es mit dem Arschi wackelt. Süß. Aber der mit den Riesenohren ist natürlich auch super geil. Okay. Aber wir sind hier nicht zum Vergnügen. Wir haben noch einen Job zu tun. Sind zwar hier fertig, aber in der Wüsteninsel sind wir noch nicht fertig. Und da kommt ja schließlich unsere Verträumt-Essenz her, die wir für die Prinzessinneninsel unter anderem brauchen. Also müssen wir da auch einen Zahn zulegen. So, auf und davon. Na. No. So, gut. Bug lasse ich auch stehen. Kaputt oder was? Okay. Es wird stürmisch. Schnell, Beeilung. Unsere ganzen Bepflanzungsfelder freilegen, dass wir hoffentlich vielleicht schon was reinpflanzen könnten. Ich weiß nicht, ob es schlimm ist, wenn es noch nicht gegossen wurde, aber schon als bepflanzt quasi gilt. Können wir ja dann gleich so ein bisschen rauskriegen. Aber okay, wir können schon mal anfangen mit Pflanzen. Absolute Konzentration. Der Abend bricht heran. Und wir müssen so schnell wie möglich fertig werden mit dem ganzen Umskrams. Ich gebe mir ausgesprochen viel Mühe, nichts auszulassen und rundherum an alles zu denken. Glaube ich gut aus. Sehe schon die Röte. Bitte nicht. So, schnell, schnell, schnell Wasser. Uff, das Zeug. Gott sei Dank muss ich die Kanne nicht nachfüllen. Ja, gib her, dankeschön.
Da fehlt ein Samen. Ah! Danke, danke, danke. Schnell der Samen da rein. Wie konnte ich das denn übersehen? Dankeschön, Dankeschön. Das wollte ich ja auch noch sagen, beziehungsweise habe ich ja schon gesagt, dass es ja auch klasse wäre, wenn nicht nur der Singradius vergrößert werden würde, sondern halt auch der Einsaugradius, sodass ich mir gar keine Platte mehr drüber machen müsste, ob hier was wirklich eingesaugt wird oder nicht. Vielleicht kommt das ja noch als irgendeine der Belohnungen. Mach's mal trotzdem schon hier. Dankeschön. Dann können wir wenigstens ein bisschen Zeit sparen. Es wird eng. Okay, haben wir alles? Haben wir alles? Ja, schnell, schnell, schnell. Okay. Sind wir nicht besser? Ja. Oh, sehr schön. Nichts mehr sehen, um was wir uns kümmern müssen. Dann schnell nach Hause. Schnell. Bloß weg von hier. Lohnt es sich dann, das Naturschutzgebiet jetzt nochmal zu wackeln? Wir können ja mal kurz gucken, ob ich Tiere schon hier irgendwie ansiedeln kann. Das ist das frostige Naturschutzgebiet, ja. Ah, genau. Können wir die nehmen, weil die ungewöhnlich ist? Räucher? Diese Eisdinger quasi. Dann nehmen wir die. Kackihaufen quasi. Hier. Nicht mehr. Hafen, Hafen. Obstwüste. Dunkeln. Dann nehmen wir die. Und Fische. Habe ich den Bubbler schon irgendwo? Ansonsten mache ich den nämlich hier hin. Aber das Tier, was hier hin muss, wie mache ich denn das nochmal? Ah. Also ich muss mich mit dem Tier anscheinend wirklich anfreunden. Damit das dann hier sein kann. Okay, gut zu wissen. Kann ich jetzt mehr? Nee, ich kann nur abgeben. Warum bist du hier draußen? Muss doch nicht in das Naturschutzgebiet. Lulu. Gut, schaut mal, wie wenig wir noch hier an bösen Gebieten quasi haben. Ach, dann müssen wir uns als nächstes um den Inselschauplatz dann kümmern. Lasst uns mal. Habe ich jetzt auf den gedrückt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, habe ich anscheinend nicht. Nochmal, sorry. So, hier wollte ich hin.
Hier oben ein wenig zu dekorieren. Ja, ich wollte gerade so einen kleinen Blick darauf werfen. Wir haben ja jetzt wieder plötzlich relativ viele Majora. Könnte ich das abbauen lassen? Könnte hier dekorieren gehen. Und ich könnte Kaffee, Bäckerei, kleines Haus, Gasthaus. Gemischter. Nee, ich kann hier von den Sachen noch nichts bauen. Okay. Aber wir könnten beim Verwalten, beim großen Haus, könnten wir machen wir das. Sockelfarbe, machen wir das. Wandfarbe, dieses hier. Gut, alles fort. Blumenkasten, machen wir den schön. Könnten noch einen Blumenkasten machen, aber machen einen roten Briefkasten meinetwegen. Zwei Bewohnerplätze. Gut. Dann gehen wir zum anderen großen Haus. Dachfarbe dunkelgrün, Sockelfarbe dunkelgrün, Wandfarbe hellgrün. Machen wir dort auch einen Blumenkasten davor. Auch einen Briefkasten. Und eine Marke, dass da zwei Leute leben. So, dann nehmen wir die Bäckerei. Bei der Bäckerei. Bäckerei. Machen wir. Oh, warte, dann machen wir erst wieder Dekoration oben. Ich würde jetzt mal die Cupcakes, glaube ich, machen. Vorne machen wir auch die Cupcakes. Marke, dass hier zusätzlich jemand arbeiten kann. Und das kann jetzt ein bisschen crazy bunti sein, ne? Machen wir das. Gut. Dann das Café. Dachdekoration. Was haben wir hier noch? Pflanzen im Bohnen. Wir machen mal wieder die Tasse. Die Marke, dass hier ein weiterer Angestellter sein kann. Und noch einen. Noch ein Typi. Die Dachfarbe machen wir. Ja, die grünen Blätter. Sockelfarbe machen wir auch die grünen Blätter. Und die Wandfarbe machen wir mal so ein Türkiston. Obwohl, das sieht eigentlich auch ganz süß aus. Gut, haben wir das. Dann der Gemischtwarenladen. Der kriegt auch eine Glückskiste. Na klar. Eine Marke, dass dort noch jemand drin ist. Das hier ist 0, genau die Dachfarbe. Machen wir das hier. Sockelfarbe. Auch mal wegen machen wir das. Und die Wandfarbe machen wir crazy dazu. Gut. Und der Stadtgarten. Da kümmern wir uns erstmal darum, dass dann noch jemand mit dabei arbeiten kann. Hier beim Stadtgarten wollte ich mal die Pilze ausprobieren. Und die machen wir auch hier. Und der Sockel. Den machen wir. Jetzt hat. Ja, machen wir so. Gut. Damit haben wir alle Häuser dekoriert, glaube ich. Wir können uns sogar das Verschönerungsding abholen. Ja, Dekorateur und so weiter. Oh. Und so weiter, das haben wir jetzt ja noch nicht. Wir haben auch nur keine Bewohner. Ich glaube, ich kann jetzt auch nicht mehr wirklich viel dekorieren. Kann ich auch nichts mehr abbauen. Aber da kann ich ja morgen einhergehen und hier die Sachen, die Steinhaufen beispielsweise wegballern und den da vorne und sowas und den da. Dann sind wir das auch los.
Ansonsten, was können wir denn hier machen? Wir können so ein bisschen dekorieren mit Laternchen. Stellen wir beispielsweise immer hier an den Weg. Schön. Mehr haben wir nicht. Sehr schön. Also mehr Geld. Okay, liebe Leute. Dann würde ich sagen, es ist doch aber eine gute Gelegenheit, jetzt langsam nach Hause zu gehen. Guck mal, wie schön das hier alles leuchtet in den kleinen Städten. Super süß und schön. Wir haben es nämlich schon wieder 30 Minuten. Und ich habe ja Christian versprochen, dass ich gleich runterkomme, weil wir den Tisch noch rausmessen müssen und so. Und genau das werde ich jetzt machen, wenn wir uns jetzt gleich in die Pofe knüllen und rutschen, wollte ich eigentlich zusammen. Und da kommt Knutschen raus. Okay, also liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen gucken wir uns wieder die, also wir machen erstmal aus Wegschaffung der ganzen Steinbehinderungen und so weiter, die auf unserem Gebiet sind, gucken, wie viele neue Einwohner wir einziehen lassen können. Und dann gehen wir wieder die Inseln freimachen. Dasselbe wie jeden Tag. Wie hieß der Typ? Ich hab's vergessen. Miss Sophie und? Ich hab's vergessen, leider. Na, seht ihr? Noch einen Grund, eine Pause zu machen. Da kann ich das googeln. Also, wir sehen uns dann übermorgen wieder, liebe Leute. Passt auf euch auf. Und bis dann. Tschüss.